Und das war für mich so wieder der Rückweg zur Freude am Schreiben, dieses Buch. Spieltage. Die andere Geschichte der Bundesliga. Von Ronald Reng. Erfährt man nicht viel mehr über die Bundesliga, wenn man die Geschichte eines einzigen Mannes erzählt, als wenn man noch einmal all die Typen, Tore und Tabellen aufreiht? Heinz Höher war Bundestrainer Sepp Herbergers unerfüllte Hoffnung, als die Bundesliga 1963 startete. Ein Außenstürmer, der für seine Pausen genauso bekannt war wie für sein elegantes Spiel. Er wurde der einzige Trainer, für den ein Präsident lieber die halbe Mannschaft feuerte, statt wie üblich den Trainer. 1984 beim 1. FC Nürnberg, als die Spieler gegen Höher putschten. Er hat in 50 Jahren Bundesliga Einzigartiges erlebt und angestellt. Damals habe ich noch bei Twente gespielt, ein Jahr bei Twente, bevor ich dann nach Bochum ging. Und da kam so 10 Minuten vor Schluss, wir führten 2-0, 10 Minuten vor Schluss kam nun die Devise wurde ausgegeben, wir müssen dieses Spiel verlieren. Und das konnte ich nicht, also ich wusste nicht, wie das geht. Und dann habe ich den Ball genommen und die anderen haben sich immer gewundert, dass ich die nun alle umspielt. Manchmal habe ich 10 oder 15 Leute umspielt und die haben mich immer nur groß angeguckt und haben gedacht, ich muss den Ball doch liegen lassen. Aber irgendwann konnte ich dann doch nicht mehr und dann haben sie es 1-0, 2-0 und letzte Minute hat sich dann einer von uns auf den Ball fallen lassen, hat er mit der Hand nach dem Ball gegriffen und die haben dann 3-2 gewonnen. Ja, ich hatte ja Heinz Höher sozusagen vergewaltigt und zu dieser Idee gebracht, das Buch mit mir schreiben zu müssen. Und er wusste ja auch am Anfang gar nicht, was auf ihn zukam. Und wir hatten das Glück, dass wir in einem schönen Frühling und in einem schönen Frühsommer vor allem zusammen die ganzen Gespräche gemacht hatten. Also wir saßen immer am Marienberg im Park in Nürnberg. Im Hintergrund zwitscherten die Vögel und haben uns unterhalten. Und er wurde von mir gelöchert. Ich konnte ihn immer wieder nachfragen. Das war das Tolle. Also während der Recherche, während ich die Bände abgehört habe, wieder andere Sachen eingefallen sind, konnte ich ihn wieder anrufen, wieder nachfragen. Und er war ein sehr, sehr geduldiger Gesprächspartner. Ja, und nach dem Buch hat Herr Höher zu mir gesagt, tolles Buch, aber nur einer stört, ich. Ich glaube, da liegt er ziemlich falsch bei dieser Einschätzung, ausnahmsweise mal. Ja, ich bedanke mich dafür.